Wir basteln eine Weihnachtskarte. Dafür benötigen wir so ein paar Glitzersterne. In Rot habe ich eine Nagelschere, einen Bleistift, Kleber. Dann brauchen wir hier ein bisschen Farbe. Ein Lineal. Und eine Karte habe ich hier. DIN A4 einmal die Mitte halbiert, ungefähr 17 cm lang und breit ca. 23 cm. Die Karte knicke ich einfach zur Mitte hin. So, da haben wir schon unsere Karte soweit. Und dann finden wir hier einmal unsere Mitte der Karte. Wir haben hier 12 cm. Wir nehmen hier mal so die Mitte 6. Und dann malen wir auf der unteren Seite auch nochmal die Hälfte. Halbieren wir mal die Karte. Hier 6 cm. So, dann fangen wir an, einmal in der Mitte kleine Striche zu ziehen, die wir dann später auch wegradieren können, damit wir wissen, wo ungefähr die Mitte ist. So, und dann malen wir Freihand einen Tannenbaum, und zwar immer nur eine Seite. Da fangen wir hier so klein an bis zum Strich hier und dann ein bisschen runter versetzt machen wir die Ast ein bisschen länger. Dann geht es weiter, ein bisschen weiter runter. Nächste und noch ein bisschen weiter runter, ganz unten. So, hier haben wir jetzt unser Tannenbaum. Diese gezeichneten schneiden wir jetzt mit unserer Nagelschere aus. Das sieht dann ungefähr, das hatte ich jetzt so grob vorbereitet, auf einem normalen Blatt so aus. Mit der Nagelschere geht das sehr einfach. Einfach die aufgezeichneten rausschneiden. Aber nicht ganz rausschneiden, das war jetzt falsch, was ich gesagt habe, sondern nur hier einmal diese Seite und diese Seite, also hier nicht schneiden, nur hier diese Blätter. Da das Papier ein bisschen dick ist, ist es immer ein bisschen schwierig auszuschneiden. Deswegen nehme ich immer die Nagelschere. Dann machen wir eins raus. Jetzt das nächste. Später kann man das noch ein bisschen ausbessern. So, die andere Seite.
was auch einfach wäre, mit einem Cutter das auszuschneiden. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Dann hat man die Striche vielleicht ein bisschen besser ausgeschnitten. Das fällt mir jetzt gerade beim Schneiden ein. Mit einem Cutter kann man es bestimmt besser ausschneiden. So, da haben wir jetzt die Baum soweit ausgeschnitten. Und jetzt klappen wir das einfach zur Mitte hin. So, einmal auf die Seite und die Seite auf die andere. Das immer so hin und her. So, da haben wir jetzt unseren Tannenbaum. Und dann malen wir den mit Tusche, bisschen Wasser, malen wir unsere Blätter, die wir so aufgeklappt haben, grün an. Die Seite, jetzt die andere Seite. Andere Blatt. Versuchen ein bisschen sauber zu arbeiten, damit wir die Karte nicht ganz grün machen. So, da sind wir eigentlich schon soweit damit fertig. Hier sehen wir den Tannenbaum. Und jetzt können wir die Sternchen aufkleben. Wir nehmen hier, ups, einen hier oben. Dann klebe ich noch ein paar hier noch einen hin. Muss natürlich erstmal trocknen. Die Tusche. Da noch ein. Und hier unten noch ein. Da haben wir unsere Weihnachtskarte zum Verschicken fertig.